Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Nächstes Ründchen, Community Kopfbau. Wir haben immer noch fleißig Videos von euch am Start. Denkt dran, aktuell ist Annahmestopp. Wir machen dann mit einer zweiten Runde weiter, wo noch ein paar Bonusaufgaben mit reinkommen. Irgendwie besondere Köpfe, Shisha-Raum zeigen, Setup zeigen, pipapo. Da kommen dann noch ein paar Feinheiten mit dazu. Deswegen im Moment Annahmestopp. Aber wir schauen mal rein. Nice Kopfbaubrett. Ja, Kopfbaubrett nice. Mit Aussparung, jo, wo der Solaris gut reinpasst. Hier ist sehr mein nice. Kopfbauvideo für dich, beziehungsweise euch, wie auch immer. Das ganze tun wir rauchen im Solaris-Kopf mit Darkside-Tabak, Mentholschutz von Almasiva. Nice. Und ein Cut-Laut-Aufsatz. So, zum Kopfbau. Achso, Darkside-Tabak haben wir übrigens Dark Spirit in Core da von Darkside. Nicht. Also, das meiner war es auch nicht. Nee. Aber wenn er ihm schmeckt. Ja, natürlich. Wunderbar. Eigentlich schon so gut wie leer. Schön leer gesuchtet, ja. So, das Ganze halten wir ein bisschen kürzer. Ich tue den einfach locker flockig hier mit meinen 1960er. Stecher reinträufeln lassen. Also, was heißt das? Keine Ahnung. Locker flockig. Weiß ich so. Nicht. Vielleicht ist er da geboren. So, ist ganz gut. Gehalten. Der ist jetzt ein bisschen drüber über dem Rand, der Tabak. Den tue ich jetzt mal hier schön verteilen. Lässig. Also ich rauche im Solaris tatsächlich sehr selten auf Kontakt. Wenn dann nur ganz leichtes Noppenkontakt, aber meistens echt nicht viel. Funktioniert aber auch nur semi auf Kontakt. Ja, finde ich auch nicht so geil. Aber mal gucken, wie weit er noch runter geht. Der Kopf ist so fertig gebaut. Ich tue jetzt noch ein paar Mentholtropfen rein. Mentholtropfen, am besten immer vermischen, Leute. Am besten vermischen. Wenn ihr oben ein paar Tropfen drauf macht, dann ist am Anfang sehr kalt, aber dann verfliegt es auch umso schneller. Wenn ihr so Shots habt und ihr wisst, dass ihr die Dose sowieso damit rauchen wollt, ist es sogar am besten, die Dose anzufeuchten. Und nach 3-4 Tagen ist das auch noch richtig schön mit eingezogen. Wenn ihr das so drauf träufelt, funktioniert, keine Frage, kann man machen. Hält aber nicht so lange kalt. Die Mentholtropfen von Almasiva. So, dann machen wir hier die Pipette voll. Ich habe auch nicht gesehen, das tatsächlich einer auf dem Kopf. Machen hier Tropfen. Ein paar Tropfen rein. Ah, doch, schon ein paar. Ja? 4, 5, 6, 7. Okay. Das waren jetzt ungefähr 7 Tropfen was für einen Kopf. Keine Ahnung. Mir auch egal, Hauptsache Menthol kickt, ne? Menthol muss reinbauen. Okay. Ich sag so, Darkside mit Menthol ist einfach noch 1000-mal geiler. Also, ja. Deswegen habe ich damals in fast jedem Darkside noch richtig schön Supernova mit rein. Ja, super viele. Ja, du hast ja auch zum Blue Crumb Supernova geraucht. Ja. Weil dann war diese Teignote, dann war es fast nur noch ein Blaubeertabak. Ja. War richtig geil. Da ist der Kopfbau jetzt an sich fertig. Ja, also für mich wäre es ein kleines bisschen zu viel Kontakt, ja. Aber kann funktionieren, keine kann Frage. Kann auf jeden Fall funktionieren. Du hast aber manchmal das Problem, dass der ziemlich schnell den Durchzug verliert, wenn du zu sehr auf Kontakt baust bei diesem Kopf. Also absolut. Bei Solaris ist für mich das Wichtigste beim Solaris ist für mich richtig schön locker zu bauen. Sehr locker. Brauchst du auch fast keinen Tabak. Ja, so sieht der Kopfbau aus. Ist halt bis zum Rand, schön locker flockig vor allem drinnen. Alles sehr schön verteilt. Wie gesagt, Mentholtropfen habe ich reingemacht. Genau, dann mache ich das Ganze jetzt cool an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe gerade meinen ersten Zug genommen, nach 2 Minuten circa stehen lassen. Boys, ist ein bisschen leiser, aber ich kann nicht lauter circa machen. Ja, wir rauchen das Ganze jetzt an. Wie gesagt, gerade ersten Zug nach 3 Minuten. Die Farbkombi jetzt nicht, aber ich finde der Solaris auf der Breeze sieht unglaublich geil aus. Ja. Ich finde, das sieht einfach nach einem nicen Setup aus. Ich weiß nicht, das passt irgendwie. Schön warm laufen lassen. Warm werden lassen. Aber hat der 4 Polen oder hat er eine Pole drin und 2 oben drauf liegen? Weil der Solaris, der braucht einiges an Hitze, ja. Gute Frage. Das weißt du ja bestimmt auch. Aber ich schätze mal, beim Darkside werden mindestens 2 drin sein. Und dann 2 auf Kipp wahrscheinlich. Man sieht es leider nicht so gut, aber man sieht, hier ist noch was, was eigentlich nicht zu der Kohle gehören kann. Konzentrierter Blick. Ja, Rauchentwicklung geht klar. Könnte ein kleines bisschen mehr sein, aber ich muss das halt auch immer mit dem vergleichen, wie es bei mir aussieht. Und bei mir sind halt immer Lichter am Start. Den viel Rauch, den wir rauskitzeln, den sieht man auch besonders gut. Das muss halt in einem normal belichteten Zimmer nicht der Fall sein. Ne? Kopfbau war nice. Ich persönlich hätte ihn nicht auf Kontakt gebaut, aber das ist so Personal Preference mäßig, wenn es ihm so gefällt. Und ne, alles gut. Dann kommen wir zu Valentin. Der hat auch noch ein Video eingeschickt. Das sieht schon mal gut aus soweit. Qualität super. Ja.
Wir sehen einen Lidlip in Sunset. 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 Und den guten Holzer Grepe Minte. Ah, Funnelstopfen, aka Schlauchanschluss. Ja, dafür können wir locker Dinge fluffig erstmal rüber. Als wir den Community-Kopfbau angefangen haben, gab es noch gar keine Lidlips. Nee. Nee. Schon nee. Wild. Jetzt gibt's einen. Ah, locker fluffig rüber, schön in den Kopf rein. Gleich noch ein bisschen verteilen, Kalau drauf, wunderbar. Easy. Kann man schon fast so lassen. Ja, also ganz ehrlich, wenn du mit der Hitze umgehen kannst, könntest du auch so schon Kalau drauf packen. Ich würde es aber auch noch ein bisschen schöner verteilen. Fürs Auge. Fürs Auge. Und für die Gleichmäßigkeit. Schön fluffig Fertig. Gelassen, wenig angedrückt. Leicht drüber gepackt, Kalau drauf und let's go. Sehr nice. Hätte hier und da, warte mal, das haben wir gerade gesehen, als das umgedreht hat. Ich hätte zum Beispiel hier das Blättchen, da das Blättchen, da, links. Das hier, das noch so ein bisschen mit in den Kopf, aber das ist eine Kleinigkeit. Meckern auf hohem Niveau. Ja, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Der Kopfbau ist schon sehr gut, aber die kleinen Dinge hätte ich gerade nochmal mit der Spitze von dem Poker mit in den Kopf, weil das Problem ist, wenn ihr jetzt hier den Kalau drauflegt, dann verbrennt dieses Blatt, das hier, das und das und das hier wahrscheinlich noch. Wenn das mal ein Blatt ist, ist das nicht so wild, aber es kann drücken. Es kann drückig, kratzig werden, leicht verbrannt schmecken, weil die kriegen dann natürlich volle Pulle hier was ab zwischen Kopf und Kalau, ne? Also das hätte man auch wegmachen, aber wirklich Meckern auf hohem Niveau ist schon sehr, 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 sehr gut. Und wieder der Test, würde ich zu ihm kommen und er würde mit dem Kopf hinhalten, wäre ich sehr zufrieden. Ja. Sehr. Untersetzer in der Shisha-Ecke ist auch noch am Start. Welche Pfeife kommt? Was ist das denn? Ach, das ist die Aventus, ne? Ja. Da ist jemand schüchtern. Lenkrad mit am Start. Ja, ah, Rauchentwicklung nice. Von dem, was wir sehen, sehr wild. Ja, wunderbar. Doch, auf jeden Fall. Ist, Holzer im Overpack, ne? Was willst du da noch sagen? Immer. Absolut wunderbar. Perfekt. Gucken wir mal nach dem nächsten Video, würde ich sagen. Aber Valentin... Maschallah. So, als nächstes haben wir Julian. Schauen wir mal rein. Es gibt African Queen und Black Octobus im Oblaco featuring Somo im grünen Colorway. Und die Plastikgabel. Und der Plastikgabel. Ja, ist okay, funktioniert. Ja, so, da sieht man es wieder. Who cares, ne? Ah, das hier geht im Mundstück. Funnel stopfen. Und dann auch schön umrühren, Feuchtigkeit verteilen, locker, fluffig rein in den Kopf. Wunderbar. Die Maus aus dem Bild noch besser. Ja, noch sieht es ein bisschen wild aus, aber ja, verteilen kommt ja noch. Der Mann steht auf jeden Fall auf Farbe, ne? Grün, rot, braun, schwarz. Alles wild gemischt. Und Neide mit, das war's. Ja, jetzt Poker nehmen, bis sie verteilen, wunderbar. Geht ratzfatz. Wird aber, so wie das aussieht, eher ein leichtes Noppenkontakt. Ja, leichtes Noppenkontakt, würde ich sagen. Wir müssen es von der Seite sehen. Das ist immer sehr schwer, das von der Top-Ansicht, sage ich mal, zu beurteilen, wie hoch das jetzt in der Mitte wirklich liegt, nur weil man ein bisschen freien Rand sieht. Aber schön verteilt, geht nochmal ein bisschen rum, drückt nochmal alles gleichmäßig an. Ja, auch hier, ja, sowas wie hier, das könnte man wegmachen, das könnte man noch mit dem Kopf packen und hier oben gibt es auch noch so eine Ecke, vielleicht kommt das ja noch rein, das hätte man noch machen können. Ne? Ja, also hier vielleicht dieses kleine abstehende da, das da so ein bisschen, aber da hinten noch, aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Da würde ich noch einmal so um den Rand gehen. Perfekt. Sehr, sehr nice. Ja, ist ja guter, sehr guter Noppenkontakt. Schön, oder leichtes aber. Vollkontakt. Ja. Oh, mit nice. Shisha-Tisch, wild. Kohle geht auch an mit Zeitraffer, sehr nice. Das ist cool. So, Kohlen sind an, Smokebox ist drauf. Standard Amy Pfeife, absolut okay. Ah, da knistert es schon gut. Zwei drinne, eine auf Kipp. Und da sieht man auch wieder, es geht auch mit anderen Smokeboxen. Zwei magische Minuten später. Sehr gut. Feier ich. Ich muss auch nochmal sagen, ich finde es immer wieder nice, auch die Leute hinter dem... Ja. Hinter den Usernamen zu sehen. Finde ich richtig, richtig geil. Rauchentwicklung sieht brutal aus. Haben auch ein gutes Licht von unten, so wie es aussieht. Da sieht Rauch natürlich noch mal ein bisschen geiler aus, aber sieht sehr nice aus.
brutale Rauchentwicklung. Absolut. Es läuft richtig gut. Ja. Ja, nice. Sehr gut. Das war keiner mit Animation am Ende. Wild. Also Kuss geht raus, Jungs. Julian, nices Video habt ihr da gemacht. Sehr guter Kopfbau. So, ich würde sagen, eins nehmen wir noch mit rein. Und da haben wir nochmal den Ramon. Gleicht eher einer Diashow. Da können wir mal ein bisschen durchskippen zum Ende vom Kopfbau. Aber so eine Diashow, das sind ja, was ist das denn? 3 Frames? Hallo zu unserem Kopfbau-Video. Ah, Grüße. Wir haben beide im Oblaco Mono M gebaut. Ich in Blau, passend zur Pfeife und dem Hygienemundstück, er in Gelb. Auch passend zur Pfeife, dem Wasser und dem Hygienemundstück. Nice. Wassergefärbt, Rauchsäule in diesem grün, gelb, orange und ein gelber Mono von Oblaco. Sehr nice. Und wildes Fußballfanzimmer auf jeden Fall. Also, wer nicht meint, aber feier ich. Falsche Mannschaft. Da hat sich auf jeden Fall jemand eine schöne Hobbyhütte gebaut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Plus 1 plus oben, drauf und 3 Kohlen. Das zeige ich mir schon die Rauchentwicklung. Mehr von mir an. Absolut nice. Absolut nice. Zweite. Einmal eine Breeze, einmal eine Dash. Sehr wild. Wunderbar. Das geht auf jeden Fall klar. Und ach, ich dachte erst, da hat er hier alles gelb und hat das blaue, aber er zieht ja natürlich an der Pfeife, habe ich irgendwie am Anfang vercheckt. Lost. Erzähl euch von meiner Rauchentwicklung. Er hat auf Vollkontakt gebaut und ich auf guten Kontakt. Also ich rauche von Somo den Halb X und er persischen Apfel von Schömer. Nice. Also, kann ich auch mal die Dose zeigen. Ja. Bei ist sehr nice. Und hier der Halb X. Also von den neuen Sorten. War Zitrone, Limette, Grapefruit. Kurzer Ringpush mit reingepackt. Ja, nice. Also Rauchentwicklung geht auf jeden Fall bei beiden absolut klar. Wunderbar. Fürs Zuschauen, viel Spaß mit dem Video. Oh! Oh nein, nein, der Oblaco! Oh. Und was ist aus dem Oblaco geworden? Er ist ein Open End, da kommt ein zweiter Teil. Heidesack. Heidesack. So, das waren auf jeden Fall wieder ein paar nice Clips für den Community-Kopfbau. Leute, ich feiere es nach wie vor, eure Kopfbau-Videos zu sehen. Und ich freue mich schon, wenn wir dann wieder eröffnen, um mehr Videos anzunehmen. Aber dazu dann News demnächst, wenn wir mit den restlichen hier durch sind. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha-WG.